Es ist heute Abiball. Und Leute, ich bin so unfassbar nervös davor, aber ich dachte mir, ich muss euch einfach mitnehmen. Weil Girls, ich glaube, wenn ich jetzt alleine hier mein Make-up machen würde, würde ich es einfach nicht packen. Ich musste mir einen Song aussuchen, ich muss auf hohen Schuhen laufen, ich muss in diesem Kleid nicht so sehr schwitzen, wie ich mir vorstelle, dass ich schwitze. Und ich muss meine Haare irgendwie gut hinbekommen, weil ich merke schon, heute ist eigentlich ein Bad Hair Day von mir. Also würde ich sagen, machen wir uns jetzt einfach mal ganz entspannt zusammen fertig. Ich probiere ein bisschen runterzukommen. Und wir können noch ein paar neue Produkte ausprobieren, die ich gekauft habe, extra für mein Abiball. Ich bin so gespannt, wie dieses Charlotte Tilbury Nude Combo Lip Ding aussehen wird. Also geduscht habe ich mich schon und ein bisschen geschäft natürlich auch, weil ich wollte heute ziemlich gut aussehen. Und vorgestern habe ich mir die Nägel extra hierfür machen lassen, weil ich wollte natürlich die best version of myself sein. Heute ist so ein Tag, davon wird es Fotos geben und diese Fotos wird es einfach für immer geben. Und ob mir das gefällt oder nicht, ich muss dafür gut aussehen, weil es ist auch einfach meine ganze Familie heute dabei. Ich habe voll lange überlegt, soll ich jetzt Foundation benutzen oder nicht, aber ich glaube, ich benutze doch diese L'Oreal Perfect Match Foundation, weil die hat mir letztes Mal, als ich die benutzt habe, eigentlich ziemlich gut gefallen. Und wisst ihr, was ich auch noch nicht rausgesucht habe? Mein Abiball-Kleid. Und ihr denkt euch jetzt vielleicht, die ist doch verrückt. Aber Leute, es hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe 4 Kleider hier, also 4 Kleider zur Auswahl. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich es jetzt noch nicht weiß. Ich probiere die einfach gleich mit euch zusammen an. Und dann können wir zusammen überlegen, welches Kleid gut aussieht und welches Kleid absolut gar nicht mitkommt. Und Leute, ich sehe schon voll den krassen Unterschied von der Seite zu der Seite. Also ich möchte auch ganz schnell noch die andere Seite machen. Und hier oben habe ich so einen kleinen Pickel, den möchte ich eigentlich am liebsten auch direkt abdecken. Leute, ich sag's euch jetzt schon, ich werde heute so schwitzen, weil es sind einfach so 29 Grad oder sowas draußen. Ich dachte so, hoffentlich ist es im Juni warm genug, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so warm sein wird. Deswegen bin ich ja ganz ehrlich mit euch, Leute. Darauf freue ich mich nicht so sehr. Aber wisst ihr was? Ich finde, diese Base ist eigentlich ganz gut geworden. Also die ist jetzt nichts Besonderes, aber ist nicht so schlecht und sieht auch nicht patchy aus. Zumindest nicht in meiner Handykamera. Und wisst ihr, was wir einfach auch haben dieses Jahr? Wir haben einfach so ein Prom Queen, Prom King Gewehle. Obwohl es das ja eigentlich nur in den USA gibt. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer gewählt wird. Eigentlich ist das auch so Quatsch. Eigentlich ist jeder Prom Queen und Prom King. Aber insgeheim hoffe ich natürlich schon, dass ich um meinen Freund gewählt werde. Ich glaube sogar, das nächste, was ich jetzt machen werde, sind sogar schon meine Augenbrauen, weil eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Base und so. Aber ich glaube wirklich, das Schlimmste, oder was heißt das Schlimmste, aber darauf, wo ich so am meisten nervös drauf bin, ist heute, wo ich mein Zeugnis abholen muss. Und das ist einfach vor allen, also alle Familien sind da, alle Lehrer sind da in der Aula. Und es gibt so krasse Musik, jeder konnte sich so 30 Sekunden irgendeines Lieds aussuchen. Und ich habe Crazy in Love von Beyoncé genommen, also die ersten 30 Sekunden, weil ich eigentlich fand, dass das als Einlauflied ganz gut ist. Und ich finde, es ist jetzt auch nicht so komplett Standard, also das, was alle haben. Immer auf die Nase Blush geben, Leute, das ist das Beste. Ich weiß, das sieht jetzt nach ziemlich viel Blush aus, aber ich werde das gleich noch so ein bisschen downblenden, einfach mit Puder. Aber vorher muss ich noch mein Contouring machen. So, here we go, hier ist der gute Stift. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Make-up-Genie und bei mir sieht Make-up auch nie so gut aus, aber... Aber heute können wir uns ja einfach mal so ein bisschen Mühe geben. Wie ist das jetzt, stark oder schwach pigmentiert? Weil irgendwie, ich sehe absolut gar nichts. Egal. Soll ich heute meine Nase konturieren? Irgendwie immer, wenn ich meine Nase konturiere, habe ich immer Angst, dass ich so richtig verkacke dabei. Aber ich glaube, ich mache es dann trotzdem. Ich weiß nicht, sieht das jetzt besser oder schlechter aus als vorher? Ich glaube, ich werde mich jetzt so ein bisschen abpudern, weil irgendwie glänze ich mega krass. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Könnte halt daran liegen, weil es so heiß ist und ich einfach so ein bisschen auch schwitze. Aber ich finde, man sieht schon direkt einen Unterschied von der Seite zu der Seite. Jetzt kommt auf jeden Fall Highlighter. Und ich glaube, ich benutze heute 2 Highlighter. Also einmal diesen von Morphe und danach noch den von Charlotte Tilbury. Und ich glaube, ich mixe die einfach so ein bisschen. Also ihr seht, der hier ist viel stärker noch als der andere. Ich liebe Highlighter. Ich glaube, Highlighter ist so mein Lieblings-Make-up-Item, wie man das auch immer nennen möchte. Wisst ihr, was aber ganz gut ist? Ich weiß jetzt schon, was mein Abischnitt ist. Also wir haben das vorher gesagt bekommen, damit wir uns nicht so komplett erschrecken, wenn wir dann da reingehen und unser Zeugnis bekommen. Frag mich, wie die das so alles verteilen dann. Und vor allen Dingen auch, wie lange das dauert. Also ich bin auch voll froh, dass mein Song so in der Mitte ungefähr ist. Nicht so ganz am Anfang oder ganz am Ende, weil dann hätte man so richtigen Banger haben müssen. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich so reacten würde. Weil stellt euch mal vor, ihr seid so der oder die Erste.
ehrlich nicht, ob ich jetzt zu meinen Lehrern gehen würde und die so umarmen würde oder ob ich da einfach so hingehen würde, Hand geben würde. Wie würde man das so machen? Weil ich weiß so von anderen Leuten, dass sie einfach da hingehen, ihre Lehrer umarmen, danach ein Zeugnis bekommen, danach irgendwas noch da machen, so Pose oder sowas, so Foto. Und danach gehen die halt. Aber wie gesagt, ich weiß ja meinen Schnitt schon und ich habe mein 4er-Abi, also einmal ein Applaus, nein, Spaß, Leute. Aber es hätte so ein bisschen noch besser sein können. Ich weiß, jetzt wieder meckern auf hohem Niveau und ihr denkt euch jetzt, wie unsympathisch. Aber in der Abi-Prüfung halt wirklich so ein bisschen reingeschissen. Und wenn mir das nicht passiert, hätte mein Abi auf jeden Fall besser sein können. Genau, den hier von Sephora, das ist einfach so ein trockener Eyeliner-mäßig. Irgendwie rechts sah der gerade so ein bisschen stärker aus als links, deswegen verblenden wir den auch noch so ein bisschen. So. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich gebe jetzt schon mein Setting Spray da drauf, weil da muss ich mir gleich nicht solche Sorgen machen und ich möchte auch noch was essen. Deswegen mit den Lippen werde ich ganz bis zum Ende warten. Also ich hoffe, es ist alles gesettet. Ich weiß, es ist nicht das crazyste Make-up, aber es kommen ja noch Lippen und es kommt noch Mascara. Deswegen werde ich mich noch ein bisschen verändern. Es wahrscheinlich werden einige richtig sich ein krasses Make-up zaubern. Aber ich gehe halt nicht zu so einem Friseur und lasse mir das machen. Oder ich bin auch nicht so talentiert, wie andere Leute im Make-up machen. Deswegen müsst ihr euch wohl damit zufrieden geben. Aber ich finde, man sieht schon den Unterschied von der Seite zu der Seite, Leute. Fertig! Und wisst ihr was? Ich möchte zumindest dieses Paket mal auspacken, bevor ich das dann auch später richtig drauf machen werde. Und dieser Lippenstift passt so gut, glaube ich, zu meinem Eye-Make-up später. Aber das hier kommt ganz zum Schluss. Das möchte ich auf jeden Fall heute benutzen. Aber ich liebe mein Make-up. Ich werde mich jetzt anziehen und danach können wir ja mal gucken, welches Dress besser aussieht. Und dann muss ich auch noch das hier machen. Also meine Haare muss ich mich so ein bisschen drum kümmern. Eigentlich wollte ich Locken haben, aber ich weiß nicht, wo mein Lockenstab ist. Also irgendwie ist der so ein bisschen verschwunden. Deshalb müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also ich weiß, ich sitze jetzt hier und nicht da, wo die Kleider eigentlich angezogen werden sollten. Aber das hat auch einen Grund, weil ich habe total vergessen, dass ich heute auch eigentlich noch so ein schönes Parfüm benutzen wollte. Und deshalb wollte ich euch jetzt mal die zeigen, die zur Auswahl stehen. Und dann auch eins aussuchen, was ich dann auch jetzt gleich benutzen werde. Das heißt, das ist einmal dieses La Belle von Jean Paul Gaultier. Oder dieses Mini Miss Dior. Oder dieses Ariana Grande Parfüm. Und ich liebe das hier. Aber ich finde, das hier ist so ein kleines bisschen zu winterlich. Und ich glaube, deshalb werde ich einen Mix aus den beiden machen. Ich lieb's. Das hier da drüber geben. Ich bin ja einfach so ein Riesenfan von so süßen Düften. Also ich weiß von einigen Leuten, dass sie das nicht so gerne mögen. Aber ich lieb's. Ich liebe dafür. Alles perfekt. Also Leute, das hier ist Option Nummer 1. Bevor ihr mich anmeckert, warum hast du ein kurzes Kleid an, warum hast du kein langes Kleid an? Ruhig. Es hat auch einen Grund, warum das kurz ist. Und zwar ist das hier, wenn dann, das Kleid für meine Zeugnisvergabe. Also ich werde das auf gar keinen Fall zum Ballern ziehen, aber vielleicht werde ich es heute zur Zeugnisvergabe tragen. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, Leute, das ist richtig gemütlich, dieses Kleid. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es dann so gemütlich ist. Und ich habe jetzt noch keine hohen Schuhe an, weil ich mir jetzt einfach gar nicht zutraue. Aber so sehen die aus und das sind welche von Steve Madden. Also es gibt diese gleichen auch von Match & Match, aber von Match & Match kosten die einfach 900 Euro. Die haben 100 Euro gekostet. Deswegen Leute, ihr könnt euch vorstellen, warum ich die anderen nicht gekauft habe. Und dafür halt einfach die. Kann ich mir das vorstellen, so zu meinem Song? Eigentlich schon. Ich bin ehrlich, eigentlich schon. Ja, ich finde es mega schön. Ich weiß aber noch nicht, ob ich es wirklich gleich zur Zeugnisvergabe anziehen werde. Wisst ihr was? Es gibt mir einfach ultra diesen anderen Cinderella-Vibe. Ich bin gerade wirklich... Das hier ist Dress Number 2 und ich glaube, das hier wird mein Kleid für heute Abend. Also für den Ball. Und Leute, ich liebe dieses Kleid. Also ich glaube, die anderen beiden probiere ich gar nicht mehr an. Also das hier macht eine richtig gute Figur, obwohl vielleicht ziehe ich auch das andere Weiße an. Aber ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Ich muss mich so beeilen, dass ich pünktlich zur Zeugnisvergabe bekomme. Aber ich glaube, ich werde das eine tragen, oder? Ja! Also Leute, viel Spaß noch beim Haare machen und doch noch. Ciao, Kakao! Also wie ihr sehen könnt, habe ich mir so ein kleines Blow-Dry-Out-Look mäßig gemacht. Also so ein bisschen hier unten angelockt, so ein paar V-Trace reingemacht. Und hier oben ist einfach wirklich Blow-Dry-Out und ich muss das gleich noch ein bisschen stylen. Aber ich habe keine Zeit mehr, Leute. Deswegen wünsche ich mir ganz viel Spaß und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielen Dank, dass ihr auf mein Video von allen Videos geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.